Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meiner neuen Bücherwoche. Und das ist die erste Bücherwoche im März. Ja, wir haben heute schon den 4. März, heute ist Samstag bei mir und endlich ist der Frühling da. Also heute war er definitiv schon in seinen Anfängen. Ich war heute früh auch schon sehr, sehr fleißig mit Autoputzen, Auto raussaugen von innen und von außen und auch mal so durch den Garten gewuselt und es war wirklich wunderschön draußen, war dann auch im Haus, ein bisschen fleißig, habe die Winterschuhe verräumt, die ganz dicke Winterjacke, ich gehe einfach mal davon aus, wir brauchen sie nicht mehr. Natürlich braucht man noch eine Jacke und auch eine etwas festere Jacke, gerade wegen dem Wind, aber diese dicke Einmummeljacke, die möchte ich in diesem Jahr erst wieder gegen Ende des Jahres tragen und deswegen ist sie weggekommen. Auch die Winterstiefel sind auf den Dachboden gewandert und ich habe ein bisschen die Übergangsschuhe hochgezogen und auch die Schals. Und ich war auf jeden Fall ein bisschen fleißig. Auch was diese Woche das Lesen anging, war ich ein bisschen fleißig sozusagen. Ich habe 3 Bücher gelesen und ich denke, wir fangen einfach mal mit den Büchern an. Ich habe auch noch ein bisschen in der Herzstück gelesen. Ein ganz geiler Neuzugang ist schon bei mir eingegangen. Und was sonst ein bisschen diese Woche war, denke ich, machen wir also nach und nach. Ja, als erstes beendet in einem Rutsch habe ich Versehentlich verliebt von Adriana Popescu. Ja, mir war irgendwie nach den dystopischen Endzeitgeschichten der letzten Woche nach etwas mit Gefühl, nach Liebe und nach Adriana. Und so habe ich zu Versehentlich verliebt gegriffen. Und da mich das so gepackt hatte, habe ich direkt danach das nächste Buch, was ich auf dem Sub habe, von Adriana gelesen, nämlich 5 Tage Liebe. Im Übrigen auch mit einem sehr, sehr coolen Cover, wie ich finde. Und das müssten beides noch ihre Bücher als Self-Publisher sein, soweit ich das zumindest auch anhand der Covers so sehe. Und ich glaube, Versehentlich verliebt ist dann auch im Piper Verlag erschienen. Wenn ich mich nicht irre, ja. Und und dann habe ich in der Woche noch ein E-Book gelesen. Das dunkle Herz des Waldes von Naomi Novik lag schon seit Mitte Januar, grob glaube ich, auf meinem Sub und wurde nun im Grunde endlich gelesen. Ich hatte Lust auf High Fantasy und wollte eine neue Welt kennenlernen und fand es auch toll, dass es hierbei um einen Einzelband handelt. Und dementsprechend habe ich dann dazu gegriffen. Und ich denke, wir starten jetzt einfach mal mit dem ersten Buch der Woche. Das war Versehentlich verliebt, habe ich in einem Schwupps durchgelesen, so viel kann ich verraten, was natürlich bei knapp 224 Seiten auch nicht ganz so schwierig ist. Ja, es ist von Adriana Popescu, ist erschienen im November 2014, ist aktuell auch im Piper Verlag erhältlich, gibt es als Taschenbuch für 9 Euro, als E-Book für 8. Und ich habe eine wunderschöne Ausgabe, wie ich finde. Das müsste tatsächlich noch die Self-Publisher-Ausgabe von Adriana sein. Ich glaube, es war nicht der erste Roman. Ich glaube, das war tatsächlich dann der andere. Aber ich bin mir in der Reihenfolge nicht ganz sicher. Und ja, das Cover so ein bisschen kitschig, verliebt und genau danach war mir. Und das bekommen wir auch in diesem Buch. Denn die liebe Pippa hängt in Berlin am Flughafen fest und das kurz vor Weihnachten. Eigentlich wollte sie zu ihrer Familie fliegen, hängt sie aber dort jetzt im Grunde fest und verflucht das Lied White Christmas von Bing Crosby, denn sie hasst weise Weihnachten und versteht diesen ganzen Rummel nicht. Zudem hängt sie auch noch an ihrer ex-großen Liebe und kann ihn nicht vergessen. Der wiederum hat sich wegen einer anderen von ihr getrennt und ist mittlerweile sogar laut Facebook verlobt und ist, glaube ich, sogar schon das Kind unterwegs. Und Pippa ist da natürlich ein bisschen niedergeschlagen und glaubt nicht mehr an ganz so viel Positives. Dort am Flughafen trifft sie auf Lukas, der ist wiederum auf dem Weg nach Hamburg und auch er hat so ein bisschen was an Vergangenheit im Gepäck. Und beide merken aber doch recht schnell, trotz
dieses Wartens, diese Frustration, irgendwas passt zwischen diesen beiden. Und es startet ein Meer an wunderbaren Dialogen, an Lustigkeiten, an Schmunzelkeiten und an Emotionen. Der Schreibstil in diesem Buch von Adriana ist unglaublich gelungen. Es liest sich flüssig, es ist mitreißend, es ist packend, es ist emotionsvoll und Adriana schafft das wirklich mit einem wunderbaren Schauspiel, wie sie die Worte zusammenfügt, und das ist wirklich großes, großes Bücherkino in diesem Buch. Ich finde, es hat witzige Momente, emotionsvolle, gefühlvolle Momente. Ich habe so oft geschmunzelt, ich habe so oft gelacht, ich habe mich so oft, ja, so ganz warm gefühlt und das Herz hat gepocht und man hat die Schmetterlinge so von Pippa direkt mitgespürt und es war wirklich wunderbar beschrieben, unglaublich gefühlvoll und genau das, was ich auch in den Lieblingsmomenten von Adriana gespürt habe, das habe ich auch bei Versehentlich Verliebt auf jeden Fall gespürt. Es war unglaublich toller Stil. Ich mag es, wie wirklich Adriana die Worte zusammenbringt, tolle Sätze, Dialoge schafft, diese Witzigkeiten innerhalb der Dialoge, die die Protagonisten miteinander haben und dass da eben auch mal in Sätzen irgendwie ein Vergleich geschieht oder eben auch Filmzitate eingebaut werden. Ich neige ja im Freundes- und auch im Familienkreis dazu, ja, neigen wir alle dazu, Filme und Bücher zu zitieren, egal, ne, egal ob aus Herr der Ringe, aus den Golden Girls, aus Sex in the City oder Terminator oder was auch immer. Irgendwelche Filme, es gibt immer irgendwas und das machen diese beiden Figuren eben in dem Buch von Adriana auch und das fand ich so lustig und so unterhalten und man hatte dann einfach diesen Witz gespürt und das war ein ganz besonderer und wunderbarer Humor, der mich wirklich mitgenommen hat, der mich begeistert hat und mich wirklich lachend im Grunde zurückgelassen hat und ich fand das unglaublich toll und das war einfach alles rund in diesem Buch und es sind dann nur 224 Seiten. Ich hätte mir viel mehr Seiten von Pippa und Lukas gewünscht und es hat mich wirklich begeistert und es waren wirklich in zwei Rutschen an einem Nachmittag habe ich es weggelesen und es war wirklich so, wenn es einen einmal packt, dann lässt es einen nicht mehr los und ich, ja, konnte nur lachen. Ich fand es unglaublich gefühlvoll und mir ging es auch beim Lesen einfach gut und es war wirklich ein absolut tolles Buch und es gibt hier drin, ja, ist Pippa zum Beispiel ein Star Wars Fan, während Lukas eben eher zum Herrn der Ringe greifen würde und ich fand das so lustig, weil diese Dialoge gibt es bei mir im Freundeskreis eben auch, nur bin halt da ich der Herr der Ringe-Fan. Und das ist so niedlich, wie lustig die beiden sich darüber kappeln. Und ich dachte mir, ja, genau, gute Argumente, die kenne ich, die verwende ich auch immer. Beziehungsweise auch die Gegenseite. Und das war einfach so lustig, da dabei zu sein und zu denken, man könnte auch ein Teil dieser Geschichte sein. Weil ich glaube, es gibt immer irgendeinen Freund, der eben das andere besser findet als das andere. Und ich fand das unglaublich lustig. Und ich mochte einfach die Sicht auf die Welt von den beiden und wie sie uns Adriana näher gebracht hat. Und es ist wirklich eine absolute Empfehlung. Es war ein absolut gelungenes Buch und hat mir wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht und daher auch wirklich, ja, empfehlenswert. Und da ich im Adriana-Fieber war, habe ich auch direkt das nächste Buch von meinem Sub gelesen und zwar 5 Tage Liebe mit einem sehr, sehr schönen Cover, wie ich finde, dass auch die Stimmung des Buches sehr, sehr schön, ja, im Grunde einfängt. Und ja, das ist erschienen im Mai 2013, eben noch als Self-Publisher, als Adriana das war. Gibt es als Taschenbuch für 8,40 Euro, das E-Book ist für 5 Euro zu bekommen und es hat ungefähr 306 Seiten. Und diese Geschichte wird uns erzählt vom 29-jährigen Jonas, der eigentlich nicht so recht an die Liebe glaubt, eher so die ein oder andere Bekanntschaft mit Frauen macht und von sich eben einfach sagt, er ist eigentlich kein Beziehungsmensch. Und ja, als sein bester Freund dann seine Jugendliebe aus der Schulzeit heiratet, ist er als, ja, im Grunde Trauzeuge damit beauftragt, einen coolen Junggesellenabend zu veranstalten. Und da muss natürlich eine Stripperin her. Und so trifft Jonas auf Luzi, die, ja, so das ein oder andere Geheimnis verbirgt, die, ja, sich auf den Deal einlässt, denn sie macht auch noch allerlei andere Dinge gegen Geld, nicht nur strippen. Ja, so taucht sie auf der Junggesellenabschiedsparty auf, doch Jonas ist direkt fasziniert von Luzi und, ja, bringt sie dann auch nach Hause und merkt schnell,
hinter dieser Frau steckt noch viel mehr. Nicht nur, dass sie eigentlich nicht Lucy heißt, sondern Maya. Und dass es eben einfach Gründe gibt, warum sie sich und ihren Körper verkauft. Und beide merken doch recht schnell, ja, an dem anderen ist irgendwas Besonderes. Und es könnte aber auch der Zauber der 5 Tage sein, in den ersten fünf Tagen, in denen eben die Liebe immer ganz besonders schön ist. Und ja, wir gehen mit Jonas eben auf die Suche nach den Geheimnissen von Maya und lernen dadurch nicht nur Jonas kennen, sondern eben auch Maya, ihre Geheimnisse und was sie denn eigentlich mit dem Geld machen will, was sie sich hart verdient hat und wie Jonas damit umgehen kann, eben eine Frau, ja, im Grunde sich in sie zu verlieben, die aber eigentlich ihren Körper dadurch eigentlich verkauft. Ein interessantes Thema, wie ich fand. Ich fand auch die Perspektivsicht von Jonas unglaublich spannend. Ich fand es toll, ein Buch zu lesen, wo wir einen erwachsenen Mann haben, der uns im Grunde die Welt so ein bisschen aus seiner Sicht erklärt, da einfach mitnimmt und eben auch männliche Gedanken zu spüren. Und ich hatte wirklich den Eindruck, wie wenn hier ein Mann schreibt. Das klingt total komisch, aber im Gegenzug, wenn man sich versehentlich verliebt anschaut, wo man eben eine weibliche Protagonistin hat, merkt man auf jeden Fall, dass die Gedanken anders sind und dass Adriana es geschafft hat, uns diese Gedanken wirklich anders rüberzubringen. Und nicht, dass ich jetzt behaupten möchte, Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus, nein, aber ein Mann denkt definitiv, denke ich, einfach anders wie eine Frau und das merkt man hier. Und das fand ich großartig rübergebracht, dass Adriana wirklich hier so geswitcht ist für mich, da ich ja die Bücher direkt hintereinander gelesen habe, dass man hier wirklich einen Unterschied merkt. Und ich fand es wirklich großartig, dass wir Jonas kennengelernt haben, dass wir seine Gedanken gemerkt haben. Es war unglaublich frech und auch lustig geschrieben. Es hat wirklich super viel Spaß gemacht, die Freundschaft zwischen Jonas und seinem besten Freund Patrick, ja, im Grunde kennenzulernen. Wie hat es Patrick geschafft, sich an seiner Jugendliebe festzukrallen? Und ich fand es unglaublich toll, wie das herausgearbeitet wurde und wie tiefgründig diese Freundschaft war und wie toll das sich einfach angefühlt hat. Also es hat sich so echt angefühlt, wie wenn man mit Jonas an einem Tisch sitzt und er einem seine Geschichte erzählt. Und ich fand das einfach großartig und auch einfach so die ganze Hintergrundgeschichte hat mir unglaublich gefallen. Ich mochte auch Maya. Sie war an mancher Stelle nicht ganz mein Sympathieträger, aber das muss sie tatsächlich auch gar nicht sein. Was ich hier einfach ein bisschen unrealistisch fand, war dieser ganze prostituierten Stripperinnen-Hintergrund, der mir an mancher Stelle eigentlich ein bisschen zu oberflächlich war und gleichzeitig dachte ich mir, kann denn das wirklich so sein? Also das war so der Punkt, wo ich ein paar Stellen hatte, wo ich dachte, irgendwie war das für mich nicht realistisch und auch nicht irgendwie so richtig nachvollziehbar und mir waren auch ihre Gründe nicht nachvollziehbar genug, beziehungsweise glaube ich einfach nicht, dass es solche Gründe für diese Tätigkeit gibt. Wisst ihr, wie ich meine? Auf jeden Fall, das war so ein bisschen mein Kritikpunkt, dass das ein bisschen unrealistisch war, aber alles andere war hier drin einfach unglaublich gelungen und ich mochte auch das Zusammenspiel, den Wortwitz zwischen Jona und Maya und ich finde, das kann Adriana wirklich unglaublich gut, Dialoge und Gespräche und wie beide Menschen so miteinander umgehen, das hat sie auch hier wirklich unglaublich gut geschafft und ich hatte auch hier Spaß und dann hatten wir auch noch so eine kleine Reise im Grunde hier drin nach Barcelona und das hat einfach Spaß gemacht, auch was wir in Barcelona gesehen haben, erlebt haben und ja, das fand ich einfach toll. Also auch hier eine absolute Empfehlung von mir mit dem Kritikpunkt des Unrealistischen, vielleicht nicht ganz so, das fand ich wirklich ein bisschen schwierig mit Maya, aber ansonsten mochte ich dieses Buch genauso gerne wie Versehentlich verliebt und ich kann einfach sagen, meine Woche war Popescu-mäßig wirklich absolut gelungen und ich habe ja noch ein Buch von ihr auf dem Sub, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo mein Sub ist, hier drüben. Ja, ein Buch von ihr auf dem Sub und ich denke, das wird jetzt demnächst auch noch gelesen und dann gibt es, glaube ich, noch 1-2 Bücher, die ich von ihr noch nicht hier habe. Aber ja, also wirklich Empfehlungen von mir, hat Spaß gemacht. Es sind emotionsgeladene Geschichten, die wirklich einen mitreißen können und man mitfiebert und ja, im Grunde auch allerlei über die Menschen, ihre Gedanken so ein bisschen kennen. Jetzt habe ich hier gerade nur jemanden sitzen, muss ein bisschen aufpassen, dass ich sie anstupse. Ja, und sie irgendwie auf das hier aufmerksam mache, dass sie liegt gerade so schön da. Ja, auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gelungene Bücher. Man sieht auch, so ein paar Markierungen von mir sind drin gelandet und ja.
Dann das dritte Buch war dann ein High-Fantasy-Buch, und zwar Das dunkle Herz des Waldes von Naomi Novik. Das ist im November letzten Jahres im CBJ-Verlag erschienen, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt, kostet gebunden 18 Euro, als E-Book 14 und hat 577 Seiten. Und ich bin sozusagen ganz knapp an einem Wälzer vorbei geschreddert. Ja, dieses Buch habe ich mir sozusagen im Monat noch geteilt. Ich habe einen Teil im Februar geschafft, den anderen Teil im März. So wird es dann auch im Monatsrückblick sein, der voraussichtlich am Dienstag kommt. Ich möchte ihn dann noch drehen und hoffe, dass ich morgen noch ein bisschen zum Schneiden komme und dann ihr den auch nächste Woche sehen könnt. Und Das dunkle Herz des Waldes, ein Riesenbrecher, wenn man ihn in der Buchhandlung sieht. Ich habe ihn ja zusammen mit Susan in der Rupprecht-Bibliothek, in der Rupprecht-Buchhandlung entdeckt, und es ist ja ein Riesenbuch vom Format her, sieht optisch, vom Cover her wirklich unglaublich schön aus. Und das Cover hat einen natürlich angesprochen und dann natürlich auch so die Story dahinter. Es ist ein High-Fantasy-Einzelband. Soweit ich verstanden habe, wird es keine Fortsetzung in irgendeiner Art und Weise geben. Und das Buch endet auch so, dass man davon ausgehen kann. Heißt nicht immer was, aber in diesem Fall gehe ich einfach davon aus. Und in diesem Buch geht es um ein junges Mädchen, um Agnieszka. Agnieszka, ich weiß nicht, ob man sie so ausspricht. Ich gehe mal davon aus, so habe ich sie zumindest in meinem Kopf ausgesprochen. Und sie wohnt in einem Dorf unweit des dunklen Waldes. Und es steht kurz bevor ein Tag, auf den sich eigentlich keiner freut. Denn alle 10 Jahre holt sich der Drache ein Mädchen aus einem der Dörfer, die, glaube ich, dann immer gerade 18 werden oder 16 werden. Und diese Mädchen verschwinden dann 10 Jahre beim Drachen, werden in der Regel nicht zurück zu ihrer Familie kehren und leben dann danach eben ein Leben in anderer Art und Weise. Und keiner weiß so recht, was passiert mit diesen Mädchen in diesen 10 Jahren. Ja, Agnieszka glaubt eigentlich, dass ihre beste Freundin Kasia die Auserwählte sozusagen sein wird und fürchtet sich eigentlich vor dem Moment, von ihrer Freundin Lebwohl zu sagen. Und sie verbringt noch einen wunderbaren Sommer. Und man merkt hier wirklich eine sehr, sehr gelungene Mädchenfreundschaft. Und als dann der Tag der Wahl kommt, fällt die Wahl des Drachen auf Agnieszka. Ja, alle sind überrascht und für Agnieszka ändert sich alles, denn sie muss zum Drachen. Und der Drache ist aber kein Drache, sondern ein alter Magier, der eben die Dorfbewohner und auch das ganze Königreich vor den dunklen Schatten des Waldes sozusagen beschützt und dafür sorgt, mit seiner Magie, dass sich dieser Wald nicht ausbreitet. Und da soll dann eben Agnieszka jetzt helfen. Und wir erfahren relativ schnell zu Beginn der Geschichte, warum sie ausgewählt wurde, nach welchen Kriterien der Drache auswählt und was es mit dem Bösen im Wald zu tun hat. Und wir lernen dann eben auch noch die unterschiedlichsten Charaktere in diesem Königreich, unter anderem einen Prinzen und allerlei Gardemenschen kennen. Und sind hier in einer wunderbaren High-Fantasy-Geschichte. Und gerade dieser High-Fantasy-Aspekt hatte es mir eben einfach angetan. Nicht nur, dass ich das Cover unglaublich passend fand, sondern ich habe mich auch auf eine High-Fantasy-Geschichte gefreut, wo eben ein weiblicher Protagonist die Hauptrolle spielt. Hat man im High-Fantasy ja eher selten, sag ich auch immer gerne wieder, weil ich finde, dass das weibliche Geschlecht tatsächlich ein bisschen selten vorkommt in diesen Geschichten. Allerdings muss ich, und das kann ich gleich vorweg einräumen, ich weiß auch tatsächlich nach dieser Geschichte wieder, warum. Mit Frauen ist es manchmal einfach nicht so einfach. Es ist, um das Positive mit dem Positiven zu beginnen, ein wundervolles Setting. Es ist märchenhaft, es ist düster, man spürt diese neue Welt, man lernt sie kennen, man lernt die Hintergrundgeschichte kennen, man lernt die Umgebung kennen, man lernt die Magie kennen, die den Drachen umgibt, die den dunklen Wald umgibt, was es da eben auf sich hat, warum sich auch der Wald immer mal wieder Gefangene nimmt. Und das fand ich wirklich unglaublich toll beschrieben. Es war wirklich tief eingreifend, es hat einen mitgerissen und man hat förmlich den Wald gerochen. Das fand ich wirklich toll vom Schreibstil her, das hat mir unglaublich gut gefallen und man hatte wirklich das Gefühl, dass hier großes High Fantasy auf einen wartet.
Allerdings kommt dann wirklich so das große Aber, dass eben die Charaktere irgendwie nicht meins waren. Ich fand es unglaublich schwierig, mit Agnieszka warm zu werden, was nicht nur an ihrem komischen Namen liegt, das wiederum sich, glaube ich, auf Märchen und Mysterien irgendwo aus dem osteuropäischen Bereich sich irgendwie anrechnet, glaube ich, stand hinten in der Danksagung. Also da hat sich die Autorin so ein bisschen animiert gefühlt, was zu übernehmen. Aber die Namen jetzt mal abgesehen, ne, das ist, ich fand, man wurde mit den Charakteren nicht so richtig warm. Ich hatte keinen echten Bezug zu Agnieszka, die so ein Tollpatsch ist, die ständig dreckig umherläuft, die irgendwie von nichts einen Plan hat, sie stolpert so gefühlt durchs Leben und als sie beim Drachen ankommt, stolpert sie noch mehr und ist da erstmal so verzweifelt und verheult und das hätte ich mir sogar noch irgendwie eingehen lassen und hätte es verstanden, wenn es einen Grund dafür gegeben hätte. Man hatte zu keinster Weise anfangs die Gedanken, was findet sie jetzt so fürchterlich? Sie hat ihn auch gar nicht richtig gefragt, was sie denn jetzt eigentlich hier macht, sondern sie ist erstmal heulig in ihr Zimmer gegangen, hat ihr Kleid beschmutzt und hat sich dann gewundert, dass er sich darüber aufregt beim Dinner. Und ich dachte mir auch, Mädel, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Und das hatte ich eben ganz, ganz oft. Also dieses reiß dich mal zusammen und jetzt hier mach mal, ja, habe ich tatsächlich sehr, sehr oft gedacht, was ich immer wieder schade finde, aber was soll ich anderes tun? Dementsprechend, ja, hat mich das tatsächlich an vielen Stellen im Buch sehr, sehr gestört. Ich fand sie wirklich an mancher Stelle unglaublich doof und als es dann eben auch noch so ein bisschen in diese Richtung ging, dass sie irgendwie Gefühle für den Drachen entwickelte, dachte ich, muss denn das immer sein? Muss das die Quintessenz jeder Jugendgeschichte sein, dass sich das naive, dumme Mädchen in ihren, ja im Grunde hier sogar, er ist nicht direkt jemand, der sie gefangen hält, aber dass die sich verlieben, muss das tatsächlich immer wieder sein? Ich kann es einfach nicht verstehen. Und ich weiß nicht, ob es mir nicht auch passieren würde, wenn ich da Johnny Depp als Henkersmeister hätte, weiß man das natürlich nicht, aber wisst ihr, das ist so... Ja, das fand ich dann eben auch ab manchen Punkten, wo ich dachte, oh, jetzt geht es in eine Richtung, die ich persönlich nicht so gut fand. Und so war es dann tatsächlich auch. Zwar wurde diese Liebesgeschichte dann in den Hintergrund zum Glück gedrängt und hat die eigentliche Fantasy-Märchen-Saga-Geschichte vorgehoben. Und das fand ich auch wirklich tat der Geschichte unglaublich gut. Nichtsdestotrotz blieb mir diese Protagonistin unsympathisch und ich wurde einfach überhaupt nicht mit ihr warm. Ich konnte nicht so richtig mit ihr mitfühlen. Auch die Freundschaft zu Cassia, das wurde auf einmal so oberflächlich. Und man hat gar nicht mehr verstanden, was berührt diese beiden Mädchen und was führt die zueinander und warum kämpfen die füreinander. Und ja, man merkt hier natürlich schon den Jugendbuch-Einfluss, denn es ist definitiv Jugend-High-Fantasy. Es ist ein großer Unterschied dann wirklich zu echter High-Fantasy für erwachsene Menschen. Und das, ha, vielleicht bin ich auch einfach kein Jugendlicher mehr, das könnte tatsächlich darin liegen, dass ich einfach doch 15 Jahre zu alt bin für solche Geschichten und es langsam einfach lernen sollte und oder es eben einfach annehmen muss. Ich fand auch schade, dass die Geschichte so nie richtig in Fahrt kam, dass das so vor sich hin plätscherte, so manchmal so ein Highlight-Moment kam, aber es in allem irgendwie eine gute Geschichte war, weil mir einfach so die Hintergrundgeschichte gefallen hat und diese Fantasy-Welt. Aber ansonsten passiert tatsächlich in der Geschichte gar nicht allzu viel, gefühlt. Und es war halt immer so konstant okay. Es war manchmal auch sehr, sehr langwierig, sehr langatmig und aber es war jetzt kein Buch, das ich in irgendeiner Stelle abbrechen wollte. Das war überhaupt nicht so. Es war halt eher so, man hat halt gelesen und gelesen und gelesen und hatte 50 Seiten gelesen und dachte sich, okay. Aber es war nie ein, oh, ich muss jetzt weiterlesen. Es gab aber auch keinen Moment, wo ich dachte, oh nee, jetzt ist vorbei. Also das ist wirklich, es ist ein gutes Buch und ich glaube, für Jugendliche, die sich an High Fantasy wagen wollen, ist das ein guter Einstieg, weil diese Fantasy-Elemente und wirklich diese erschaffene Welt wirklich bildhaft dargestellt wurde und sich die Autorin da sehr viel Mühe gegeben hat, uns das rüberzubringen und also das hat sie wirklich gut gemacht und daher ist das wirklich ein gutes Buch, aber es gibt eben auch 2-3 Punkte, die ich nicht so gut fand und die mich jetzt auch nicht direkt zu einem anderen Buch der Autorin führen würden. Dementsprechend war die Bücherwoche ja mal wieder ein bisschen gemischt, aber das ist ja nicht weiter tragisch, denn ich habe nebenbei die letzten 2 Wochen auch die Herzstück gelesen, Lust auf was Neues.
Ich mag ja diese Mind-Magazine immer wieder gerne und merke allerdings so bei der Herzstück, dass die mir manchmal doch ein bisschen too much ist, ein bisschen zu esoterisch ist und manchmal so Gedanken hat, wo ich denke, ha, das ist mir tatsächlich ein bisschen zu viel des Guten. Dementsprechend ist es vielleicht jetzt erstmal aufs Erste die letzte Herzstück gewesen, die ich gelesen habe. Und ich widme mich dann lieber meiner Flow und der Happiness. Und Happy Way finde ich auch super gut. Und ja, was ich aber wieder schön fand, ist halt, dass tatsächlich tolle Dinge drin sind, die man auch immer mal umsetzen kann. Also es gibt hier Rezepte, es gibt Übungen, um einfach so den Geist zu öffnen, in das Hier und Jetzt zu bringen, was ich immer wieder wichtig finde, und das machen diese Magazine einfach allesamt sehr, sehr gut. Und so habe ich auch, ich habe auch wirklich fast hier jeden Artikel durchgelesen, um ja, weil ich das einfach auch genieße, das zu lesen, und ja, fand ich einfach gut. Aber ich glaube tatsächlich, dass das so ein Magazin ist, von dem ich ein bisschen Abstand nehmen werde und lieber mich auf die anderen konzentriere, die mich einfach so ein bisschen mehr mitreißen und ja, vielleicht ein bisschen weniger esoterisch sind, weil ich halt selbst auch nur so einen leichten Hauch zur Esoterik habe, beziehungsweise auch, ich meine, man kann jetzt nicht sagen, dass Meditation und Buddhismus oder so esoterisch ist, aber das halt so ein gewisses Maß braucht für mich einfach. Und ja, dementsprechend ist die jetzt nicht so ganz mein Favorit mehr und widmen wir uns daher einfach anderen Magazinen. Gibt ja zum Glück genügend auf dem Markt, auf die man sich dann freuen kann. Was gab es in der letzten Woche noch ein wenig? Ja, am Donnerstag gab es einen Hangout mit vielen, vielen tollen Gästen. Und zwar hatten wir so eine Art Book Talk, habe ich es mal genannt. Und es ging um Terror von Dan Simmons. Und es hat mega viel Spaß gemacht, über dieses Buch sich auszutauschen. Und auch wenn es auf meiner Seite so ein paar technische Probleme gab, ja, haben die anderen das super gut in meiner Abwesenheit oder in meiner, ich kann nur zugucken, aber nicht sagen, Zeit wirklich gut überbrückt. Ich fand es wirklich sehr, sehr cool. Nicht nur, dass wir zusammen das Buch im Januar ja gelesen hatten, sondern dass wir uns jetzt eben auch dazu bewegt haben, ein Hangout dazu zu machen. Und ich glaube, dass wir das auf jeden Fall nach Drood, wenn wir das im April lesen, ja, im Grunde auch nochmal machen werden. Wer Drood mitlesen möchte oder in die Dan Simmons lese, Gruppe möchte, findet ihr natürlich in der Infobox. Und das Hangout hat super viel Spaß gemacht. Könnt ihr natürlich auch noch angucken. Es wurde ja aufgezeichnet, findet ihr, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, auch in der Infobox. Und da wir bei Hangout sind, gleich eine kleine Ankündigung. Wir sind nächste Woche am Donnerstag auf dem Kanal von der lieben Susan aus vom Kanal Waldschrat. Liest ihren Kanal mal in der Infobox, wenn ihr sie noch nicht kennt. Und dort werden wir über Rat der Neun sprechen. Und geplant ist es, dass wir zu viert sein werden. Dazu muss jemand aber noch das Buch zu Ende lesen. Ich sag jetzt nicht wer. Also Susan hat es gelesen, aber einen der beiden anderen sozusagen. Und verrat auch noch nicht, wer dabei ist. Das seht ihr diese Woche, denke ich dann, ja, mit dem ein oder anderen Bildlein, wenn wir da ein bisschen ja, detaillierter darauf eingehen. Ich freue mich sehr auf diesen Hangout, denn Rat der Neuen ist ja gefühlt schon in aller Munde und hinterlässt auch ganz unterschiedliche Gedanken und Meinungen, und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das so bei uns sein wird. Es wird natürlich ein bisschen gespoilert, würde ich es schon nennen, weil man natürlich ein bisschen näher auf die Gefühle, Gedanken und so eingeht, aber ich glaube, wir werden uns da schon versuchen zusammenzureißen, nicht zu sehr die Story zu spoilern. Denn ich finde, Gefühle, Gedanken kann man immer erzählen, ohne auf direkt etwas im Buch einzugehen. Und ich glaube, dass wir uns da auch einfach mal bemühen werden. Dann ist diese Woche ja, das erste Drachenmond-Blogger-Lounge-Vorab-Rezensionsexemplar bei mir eingezogen. Das ist ja einer der tollen Dinge, wenn man Lounge-Blogger ist, dass man eben ja, die Bücher aus dem Drachenmond-Verlag vorab lesen kann. Und bei mir ist eingezogen Water Love von Marion Hübinger. Ich habe vorher noch nichts von der Autorin gehört, freue mich aber umso mehr, denn die Geschichte geht in Richtung Fantasy und Dystopie und hat mich ja direkt angesprochen, weil der Klappentext auch super spannend war und das Cover auch super schön aussieht. Zum Klappentext. Der 19-jährige Bela erwartet nicht mehr viel vom Leben. Nicht nachdem seine Eltern vor 3 Jahren bei einem Flugzeugunglück umgekommen und sein Großvater Laszlo, ein berühmter Maler aus Ungarn, zu ihm gezogen war. Erst recht nicht in einer Zeit, in der jeder die drastischen Bedrohungen des Klimawandels nervös verfolgt und sich fragt, wie er überleben wird.
Wer zu den Waters gehört, wird das Glück haben, gerettet zu werden. Seit Bela zurückdenken kann, regieren die Waters das Land. Doch Bela ist ein Landers, einer, der dazu verdammt ist, an Land zu bleiben, sollte es zur Katastrophe kommen. Warum muss ausgerechnet er sich in eine Waters verlieben? Warum muss genau in dem Moment die Smogwelle über Kiel Alarmstufe Rot auslösen und ihn und Cynthia viel zu schnell wieder trennen? Als Bela im Bunker festsitzt, fragt er sich jeden Tag, ob es eine Hoffnung für ihre Liebe geben wird. Ich bin ja ein großer Fan von Dystopien und mich hat die Geschichte insofern auch direkt angesprochen, weil wir eben einmal einen männlichen Protagonisten haben, der ja wiederum in Dystopien eher sehr, sehr selten auftaucht. Zumindest um dann aus seiner Sicht die Geschichte zu erfahren. Und ich das einfach faszinierend finde mit den Waters und den Landers und bin sehr gespannt, wie das umgesetzt wird. Es klingt spannend, ich bin sehr neugierig und ich denke, dass dieses Büchlein in der nächsten Zeit auf jeden Fall von mir gelesen wird und freue mich da wirklich, dass ich ja beim Drachenmond Verlag dabei sein kann und ja hier die Möglichkeit bekommen habe, auch ein Vorab-Brezi-Exemplar zu lesen. Und dann gibt es heute auch endlich das neue Buch von Laura Newman. This New World ist nun endlich erhältlich. Schon seit gestern, seit dem 3., glaube ich, abends, haben die ersten schon gepostet, dass sie es sich besorgt und gekauft haben. Und auch ihr habt jetzt ganz richtig die Möglichkeit, über Amazon euch das Buch zu holen und als E-Book im Grunde auch direkt mit dem Lesen loszulegen. Das ist ja, finde ich, einer der großen Vorteile von E-Book-Reader, dass man direkt mit dem Lesen loslegen kann. In der Buchhandlung natürlich auch, aber an einem Sonntag in der Buchhandlung, ihr wisst. Nein, also das finde ich auf jeden Fall immer super und ich freue mich sehr, dass das Büchlein nun endlich da ist und ich habe es ja damals als Testleser wirklich genossen zu lesen. Es war wunderbar. Ja, Endzeit, Fantasy-mäßig, was ich wieder einen tollen Genre-Mix fand. Man hatte eben dieses besondere Gefühl, dass etwas auf der Welt sich tut, als der Meteorit einschlägt und die Menschen eben ganz besondere Gaben bekommen und die Welt im Grunde Kopf steht und dazwischen so eine zarte kleine Liebesgeschichte, eine doch sehr spannende und tiefgründige Protagonistin, unsere Zoe, und das alles so in der Kulisse von einer Kleinstadt in den USA. Laura hat das wieder unglaublich gut rübergebracht. Es hat Spaß gemacht, das Buch zu lesen und ich wünsche allen, die sich dieses Büchlein jetzt eben zulegen, ganz, ganz viel Spaß beim Lesen. Greift auf jeden Fall zu, nutzt den Anfangspreis, ich glaube, von 99 Cent, denn da kann man also gar nichts falsch machen. Und jeder, der jetzt sagt, oh, ich habe kein Kindle. Es gibt ja die Kindle-App, die man sich auf den PC ziehen kann, aufs Tablet oder auch aufs Handy. Und da kann man dann eben auch einfach dort im Grunde lesen. Und es gibt auch allerlei Möglichkeiten, Bücher einfach mal in das Format umzuwandeln, in das man es braucht. Damit muss man sich dann halt einfach mal beschäftigen. Es geht nicht darum, sie irgendwo illegal herunterzuladen, sondern wirklich sich das Format im Grunde zu eigen zu machen, indem man es eben braucht. Aber ich kann wirklich auch die Kindle-App empfehlen, mit der man super dann eben auch die Amazon E-Books lesen kann. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die ersten anderen Stimmen neben den Testlesern sein werden, die dann eben das Buch lesen und freue mich wirklich jetzt auch schon auf hoffentlich die baldigen Rezensionen hier auf BookTube, auf Blogs oder dann eben auch auf Amazon und freue mich sehr, dass das Büchlein jetzt rausgekommen ist, noch vor der Messe. Das bedeutet auch, man kann es sich dann hoffentlich dort direkt auch signieren lassen und ich wünsche allen viel Spaß bei dem Buch und hoffe, dass ihr das Buch genauso gut finden werdet wie ich. Dann ist die Entscheidung gefallen für unser März-Leseclub-Buch und zwar ist es geworden Silo von Hugh Howie. Meine Güte, das ist auch so ein Name. Und ich freue mich sehr darauf. Ich habe das Büchlein irgendwo im Regal stehen. Da drüben steht es. Ich hätte es jetzt natürlich auch holen können und euch zeigen können. Freue mich sehr, dass es das Büchlein wurde. Die Gerechte, das war ja dann das das zweite Buch und dann gab es ja noch Winter People. Die Gerechte und Silo hatten sich ja wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen
geliefert. Und ich glaube, am Ende waren es tatsächlich nur 2 Stimmen mehr, die für Silo abgestimmt haben. Wirklich unglaublich. Wir müssen jetzt mal ein bisschen gucken, wie wir Silo reinbekommen ins Lesen in den März. Dadurch, dass ja auch 2 von uns auf der Leipziger Buchmesse sein werden. Und ich denke auch, dass ganz viele von den Mitlesern und von euch auf der Messe sein werden. Und ich finde es halt persönlich ein bisschen blöd, vielleicht bis zur Messe zu lesen, dann 2-3 Tage zu pausieren und dann wieder weiter zu lesen. Allerdings holt man dann halt eben auch jemanden, der 3 Tage schon gelesen hat, auch ganz schlecht wieder ein. Vielleicht starten wir dann erst nach der Messe, müssen wir einfach mal gucken. Wir haben uns noch nicht so direkt darüber abgesprochen. Ich denke, das passiert in den nächsten Tagen. Und wenn ihr im Club dabei seid, dann werdet ihr das auf jeden Fall auch sehen, weil dann natürlich auch die Einteilung folgt. Und gestartet wird dann wiederum jetzt am Dienstag, Mittwoch, am 7. mit dem 3. Teil von Red Rising von Pierce Brown. Ich freue mich mega darauf, bin total gespannt. Wir hatten ja angefangen im Dezember mit dem 1. Teil, im Februar den 2. Teil gelesen und jetzt geht es weiter mit dem 3. Ich bin total neugierig auf den Abschluss der Trilogie. Wer noch Lust hat, findet die Facebook-Lesegruppe auch mal unten in der Infobox und ich freue mich mega drauf. Also wer 1 und 2 schon gelesen hat und den 3. noch nicht kennt, aber vielleicht sogar auf dem Sub hat, der kann natürlich jetzt direkt noch mit einsteigen und wir freuen uns da auf jeden Fall, wenn da auch reger Austausch herrscht. Dann gab es in dieser Woche das Staffelfinale von Westworld, eine ganz, ganz tolle Serie, die mich im Februar und dann jetzt eben auch noch Anfang März sozusagen, also gestern, begleitet hat, die mich auch ein bisschen ratlos und kopfschüttelnd nach dem Staffelfinale zurückgelassen hat. Ich auch heute noch ein bisschen über diese Geschichte nachdenken muss. Es ist ja eine 2. Staffel geplant, ich glaube aber dann erst für 2018. Und es ist auf jeden Fall eine Serie, wenn ihr Science-Fiction mögt, wenn ihr so ein bisschen dieses Experiment mit Klonen, in diesem Fall Hosts, was macht den Mensch zum Menschen, wenn ihr solche Sachen mögt, so ein Spiel im Spiel, was so ein bisschen, auch ein bisschen tatsächlich an die Matrix erinnert hat, wenn ihr sowas mögt, das so ein bisschen im Western-Style. Und ja, es war so ein Potpourri an Themen. Ich fand es großartig. Ich mochte die Schauspieler, angefangen von Anthony Hopkins und Ed Harris, die ich da absolut grandios finde. Und einfach diese ganze Thematik und Problematik und sind diese Hosts Menschen, obwohl sie eben nicht geboren wurden? Oder was denken die Hosts, wenn sie erfahren, dass sie keine Hosts mehr sind und sie wollen ja aber eigentlich auch nur so sein, wie sie sind, also wie Menschen? Und ja, also sehr viel verdrehte Fragen, Antworten, unglaublich viele Wendungen in den letzten 2 Folgen, wo man echt gedacht hat, oh mein Gott, wo geht das hin? Und eine Serie, die ich wirklich genossen habe, die Spaß gemacht hat, aber ich jetzt beim Ende wirklich so denke, puh, musste das tatsächlich sein und finde ich das gut oder nicht? Also da überlege ich noch, da hat auch die Nacht schlafen noch nicht so recht Einblick gegeben, aber ja, ja, wie es manchmal so ist, ne? Auf jeden Fall hat mich das auch noch diese Woche begleitet und dann ist ein Buch bei mir eingekommen und ich zeige ja eher selten Neuzugänge in der Bücherwoche, aber ich muss es euch einfach zeigen und ich verbleibe einfach in begeisterter Stille. Ja, dieses Büchlein ist schon vorab bei mir eingezogen und wird, glaube ich, heute direkt noch verschlungen. Der neue Fitzek ist da. Offiziell erscheinen wird er am 14. Also ihr müsst leider alle noch euch ein bisschen gedulden. Ihr könnt euch aber darauf freuen, dass es ein Rezi-Video von mir am 14. geben wird, weil ich in der nächsten Bücherwoche noch nicht so viel drüber erzählen kann, darf, werde. Und dazu dann eben, ja, eine Einzelrezi folgen wird. 8 Nacht. Ich bin total begeistert. Ich danke wirklich dem Knau Verlag, dass es jetzt schon bei mir eingetrudelt ist. Und es sieht auch optisch wunderschön aus mit dieser leuchtenden roten 8, die so ein bisschen schimmriger ist und der Rest eher matt ist. Und genau, es ist ja der 8.8. um 8.08 Uhr. Und sie haben 80 Millionen Feinde, werden sie die 8 Nacht überleben. Und hier hinten heißt es, der neue Bestseller vom Meister des Wahns. Ja, ich bin mega gespannt auf dieses Buch. Ich war auch total
total überrascht, dass es überhaupt im Frühjahr ein Buch von Fitzek geben wird, nachdem ja das Paket erst im Oktober erschienen ist. Und ich freue mich drauf. Ja, aber ich möchte euch ja gar nicht ärgern oder irgendwie, sondern einfach nur meine Freude mit euch teilen. Und das war es auch, glaube ich, schon grob zu dieser letzten Woche. In der kommenden Woche, wie gesagt, gibt es den Hangout bei Susan. Es wird die Neuzugänge geben und mal schauen, nein, nicht die Neuzugänge, es wird den Monatsrückblick bei mir geben und mal gucken, was sich sonst noch so ein bisschen an Themen finden wird. Es gibt ja so den ein oder anderen Tag, den ich noch ganz spannend finde. Da gucken wir einfach mal. Und ich glaube, ich habe nichts vergessen. Wünsche euch nun noch einen wunderbaren Sonntag oder jeden anderen Tag, wann ihr eben das Video guckt. Hoffe, ihr habt einen schönen Tag, einen schönen Abend. Danke euch fürs Zusehen und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.